Wenn wir ein WordPress installieren, dann schaut es so aus. Das Thema, das man hier sieht, das Thema ist die Art, wie das Ganze ausschaut. Das Thema heißt 2017 und das gibt es ungefähr seit Dezember. Auf der rechten Seite sieht man das, wie es am PC ausschaut und auf der linken Seite, wie es am Handy ausschaut. Man sieht, das Wichtigste ist, das Thema passt sich der Umgebung ziemlich gut an und man nennt diese Eigenschaft, dass es responsive ist. Wenn man sich heutzutage in dem Themen-Dschungel umschaut, dann weiß man oft nicht recht, ob ein Thema diese Eigenschaft hat. Es schaut oft ganz gut aus, kann das aber nicht. Das ist deswegen, weil die Themen ja nicht erst heute gemacht werden, sondern schon seit vielen Jahren. Und ein Thema hat auch vor 20 Jahren gut ausgeschaut, oder da hat es ja WordPress nicht gegeben. Aber auf das muss man sehr achten, weil die meisten Seiten werden heutzutage nicht mehr am Desktop angeschaut, sondern übers Handy. So, jetzt zu dieser WordPress-Version, die wir installiert haben, die wird da nämlich erwähnt. Wenn man hinten dran steht 2017, kommt man genau zu diesem Bild. Wenn man sich dort aber einloggen möchte, dann gibt man ein als User wp-wp2017 und als Passwort das Wort WordPress, aber das E bitte als Eurozeichen. Und wenn man das bei WordPress testet, also wenn man das dann in Betrieb nimmt, dann stellt man fest, für WordPress ist das bereits ein starkes Passwort. Und zwar deswegen, weil dieses Zeichen aus einem unglaublich großen Zeichenraum kommt und daher interpretiert WordPress das als ein starkes Passwort. Wenn man das nur aus Buchstaben und Zahlen zusammensetzen wollte, ein starkes Passwort, muss das furchtbar lang sein. Ja? Es geht aber auch kürzer, indem man einzelne Buchstaben aus dem erweiterten Zeichenbereich wählt. Also das habe ich da gemacht. Das ist auch ein Hinweis auf das, wie unsere Passwörter sein sollen. Sie sollen sicher sein und das sind sie dann, wenn man entlegene Zeichen benutzt, wo jemand, der probiert, einfach nicht hinkommt. Dann die zweite Frage, warum heißt es da so kompliziert da hier vorne? Also warum heißt es der User WP unterstrich? Ja, normal heißt der Admin. Ja, also wenn man das installiert, hieß der bis vor kurzem immer Admin. Und das ist eine ganz schlechte Ansage, weil jeder, der da so eine Seite sieht, kann mit Admin gleich einmal probieren. Wenn das aber so heißt, dann kann er nicht, weil dann nutzt einem das nichts. Ja? Also es ist günstig, wenn der Name des Administrators alles ist, nur nicht Admin. Weil Admin ist sozusagen so eine Art Einstiegswert, ja? Das ist nichts. So, das Thema ist insofern besonders, als es zum ersten Mal so fetzig ausschaut. Also früher waren die Themen eher nüchtern, wir werden das gleich sehen. Ja? Man schaut einfach auf das schöne Bild, das ist super. Wurscht, was dahinter ist, das Bild passt. Wenn man da nach oben scrollt, das ist eine Wucht. Leider kann ich das da statisch nicht so gut zeigen. Diese Bilder, die da drinnen sind, das sind glaube ich 5 oder 6, die wechseln miteinander ab und wenn man diesen Text hochzieht, kommen immer andere Bilder nach. Schaut super aus. Das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das verwende ich auch für so ein Demo-Web. Schaut euch dieselbe Seiten an mit dem Thema vom Vorjahr. Das Thema vom Vorjahr hieß 2016, ja? Gelb mit einem schwarzen Rand, bitte. Ja, fad, oder? Nicht so schön. Obwohl genau der gleiche Inhalt, der da drinnen ist, ist auch in dem schönen bunten Bild da vorne drinnen. Genau der gleiche Inhalt. Nur sieht man ihn da nicht, da muss man ein bisschen nach unten scrollen. Über den Pfeil sieht man das, ja? Ein Jahr vorher hat das so ausgeschaut. Genau derselbe Inhalt. Ich habe nichts am Inhalt geändert, nur das Aussehen, ja? Das ist genau derselbe Inhalt. Ich würde sagen, was hat das wieder für einen Vorteil? Der Vorteil ist, dass man auf der linken Seite einen senkrechten Bedienungsabschnitt hat, der ist klar getrennt von dem eigentlichen Inhalt. Und dieses Vertikale, wir werden das noch ein paar Mal heute sehen, hat dann einen Vorteil, wenn jemand wirklich viel Inhalt hat. Also wenn man viel Inhalt hat
und da sind Menüs ineinander verschachtelt, dann ist dieses Vertikale viel zweckmäßiger, weil die Menüs offen bleiben. Wenn man hingegen horizontale Menüs hat, die kloppen auf, super, aber dann sind sie auch gleich wieder zu. Also die sind nicht so praktisch, ja? Für diesen Zweck, für andere Sachen wieder ja. So, Thema. Wir sehen einen Inhalt durch ein Thema. Das Thema ist das Schöne quasi. Ja? Also das ist die Erdbeeren im Zaubertrank. Nicht? Der Zaubertrank ist immer dasselbe, aber mit Erdbeeren schmeckt er besser. Also das Thema sind die Erdbeeren. Am Anfang, solange man noch nicht viel Content hat und nicht viel Spezialitäten eingebaut hat, kann man das Thema relativ leicht umschalten. Man hat es jetzt bei diesen drei Versionen gesehen. Es ist ganz einfach. Man schaltet das Thema um, schaut wieder ganz anders aus, da kann man sich spülen. Aber wenn man dann Content hat, mehr Content hat, spezielle Plugins und so weiter, dann wird dieses Umschalten nicht immer so einfach. Und deswegen sollte man am Anfang viel in dieses Thema investieren, ob einem das wirklich behagt. Weil je länger man dann daran arbeitet, desto schwieriger oder umständlicher ist der Umstieg. So, warum heute so viel da sind, das liegt an dieser Statistik. Die meisten Webs sind einfach mit dem WordPress gemacht. Und jeder Zweite, der sowas betreibt, macht es mit WordPress. Und wir machen das jetzt nicht aus einer großen Überzeugung, aber aus einer gewissen Arbeitsökonomie. Weil die meisten unserer Mitglieder verwenden das WordPress und wenn wir ihnen helfen sollen, dann ist es gescheit, wenn wir uns dabei auskennen. Und dass wir dann unsere Bemühungen nicht zerspragen auf 5, 6 Systemen, wir kennen uns nirgendwo aus. Also das ist halt der Grund. Nicht? Man kann sagen, dass weltweit ein Viertel aller Webseiten mit WordPress arbeitet. Wobei man bedenken muss, dass die Hälfte ja gar kein CMS verwendet. Das sind halt nur statische Seiten, kleinere oder größere, ist egal. Also so ungefähr ist diese Verteilung. Dieses WordPress kann man also ungefähr so strukturieren. Wir haben das WordPress installiert, hat ungefähr 6 Megabyte. Das ist nicht allzu groß. Ja? Das ist das linke. Dieser Kern verwaltet alle Inhalte. Diese ganzen Inhalte sind in einer Datenbank drinnen. Und die Büdeln, die liegen irgendwo am Server. Also das sind die Bilder, ja? Hoppala. Das sind die Bilder und das sind die Texte. Und das WordPress verwaltet das alles. Wenn wir uns als Administrator in dieses WordPress einloggen, dann sehen wir nicht das schöne Thema. Das schöne Thema ist nur für die Besucher. Also dieser zweite Teil ist das Thema. Ist ein ganz eigenes Paket, das man zu dem WordPress dazu installiert. Also das WordPress und das Thema sind eigentlich komplett voneinander getrennt, aber damit es überhaupt einmal läuft, liefert WordPress einmal so ein Grundthema mit. Also das mit dem schönen Büdel zum Beispiel. Ja? Also wir bedienen das WordPress über eine relativ spartanische Oberfläche. Und die Benutzer sehen denselben Inhalt über das Thema. Schön aufbereitet, bunt, Inhaltsverzeichnisse und das ganze Klimbim, das ist da drinnen. Und dazu kommt ein relativ unbekannter Teil, das sind Plugins. Es gibt tausende Plugins, gute, schlechte, große, kostspielige, kostenlose, egal. Ja? Das sparen wir aus. Wir brauchen alle Plugins, aber das besprechen wir heute nicht. Wir werden immer wieder darüber sprechen, aber kein einziges im Detail. Der WordPress-Inhalt besteht aus Beiträgen und Seiten. Und ich glaube, wenn einer den Unterschied zwischen diesen beiden Dingen heraus hat, dann kennt er sie eh schon aus. Darüber hinaus gibt es sowas wie einen Meta-Inhalt. Also das sind Inhalte, die den Inhalt eigentlich irgendwie strukturieren oder beschreiben oder sonst irgendwas. Ja? Wie die Suchmaschine, ne? Auch, ja, auch. Auch, ja, ja. Allerdings, der egal, ja. Also, ist oft da schon dabei, weißt? Also, ist da schon oft, aber stimmt, ja. Also alles, was den Inhalt beschreibt, das ist so ein Meta-Inhalt. Wir werden dann sehen, wo das zu Hause ist. Das sind lauter Widgets, sogenannte Widgets sind das. Also das ist kein Inhalt, sondern etwas, was den Inhalt beschreibt. Was sind Artikel? Pass auf. Artikel sind Beiträge. Ein Beitrag und Artikel, das ist wie ein Tagebuch. Mir gefällt das Wort Tagebuch viel besser, weil es das besser beschreibt.
Also wenn man jetzt etwas am Herzen hat und man kommt nach Hause und schreibt etwas über das, was man gerade erlebt hat, das ist ein Artikel. Also das ist ein Beitrag oder ein Blog. Also ich berichte etwas heute. Das gehört nicht unbedingt zu irgendwo systematisch dazu. Ich schreibe es halt. Das ist das da. Seiten ist etwas, was eine feste Struktur hat. Also zum Beispiel meine Firma, meine Mitarbeiter, meine Produkte, was weiß ich, wo ich zu Hause bin und so weiter. Das ist fix, das beschreibt mein Projekt. Aber Beitrag wäre, am 17. Juli machen wir Urlaub. Ja? Das wäre ein Beitrag, der verschwindet wieder in der Vergangenheit, der hat keinen fixen Kontext. Ja, aber ich könnte sagen, Seiten ist Urlaub. Und da trage ich jeden Urlaub in einen Beitrag ein, chronologisch, wann ich mache. Könntest du machen. Das wäre, du bräuchtest keine Beiträge, du hast völlig recht. Du brauchst keine Beiträge, du könntest eine Folge von Seiten machen, die genauso funktionieren wie die Beiträge. Kannst du machen. Ja, geht. Damit man über dieses Wording, also wie diese ganzen Begriffe heißen. Eine Seite hat meistens so einen Kopf, ja. Aber wir haben schon gesehen, ein Menü, das hat keinen Kopf, das hat das mehr auf der Seite, also egal. Also es gibt einen Begriff, der heißt Header, da kommt das Firmenlogo hinein und das Login, Logout und solche Sachen. Dann gibt es einen Footer, ein typisches für Footer ist das Impressum. Muss eh auf jeder Seite sein, soll sein, daher gehört das typischerweise daher und es muss auf jeder Seite drauf sein. Dann gibt es die eigentliche Seite, das habe ich relativ groß gemacht, was der eigentliche Inhalt ist, aber manchmal findet man die Seite gar nicht von lauter Werbung. Ja? Die wird ja so von links und rechts, von oben, von unten, wird der eigentliche Inhalt mehr oder in die Zange genommen. Das Menü braucht man. Ich habe es horizontal eingezeichnet, aber wir haben gesehen, es geht auch vertikal. Und das Menü ist bereits ein Widget. Alles, was den Inhalt beschreibt, ist ein Widget. Und das ist nicht auf der Seite, hoppala, das. Sondern das ist eben darüber, links, unten. Ja? Also das Menü ist zum Beispiel oben. Und auf dieser Seitenleiste kann man verschiedenste Widgets montieren. Also zum Beispiel die letzten Beiträge, ein Archiv, solche Sachen. Oder verweise auf eine nächste Seite, kommt da links? Nein, eher nicht. Ist aber kompliziert. Es gibt so viele Plugins, die genau das dann machen, was du sagst, die ich wieder nicht kenne. Ja. So, ich zeige euch jetzt einmal, wie man mit ganz wenigen Mitteln, also die Mittel sind, man muss einen Tag einmal reservieren und ein bisschen fotografieren, dann muss man eine Speisekarte kopieren und dann muss man sie eine, zwei Stunden hinsetzen. Dann ist das erledigt. Also wenn jemand so ein kleines Projekt hat, der Stand in der Kärntner Straße ist eigentlich schon ideal dafür, ja? Dann wäre das das. Man hat Adresse, Telefon und so weiter, ja? Wir installieren irgendeine Adresse, die Adresse heißt so, und die könnt ihr euch auch nachher anschauen, also live. Und das sind die Inhalte, die wir machen wollen. Die sind jetzt nicht so entstanden, ich habe schon ein bisschen herumgebastelt, bis das dann so geworden ist. Wir haben eigentlich nur zwei Seiten. Eine Bildergalerie, die etwas über dieses Restaurant sagt, eine Speisekarte und einen Punkt, der heißt Aktuelles. Das sind diese Nachrichten, Urlaub und so weiter. Dann gibt es ein paar Widgets, die auf jeder Seite aufscheinen. Das sind die Öffnungszeiten, Anschrift, Telefon und so weiter. So schaut das aus. Das ist das Projekt. Zuerst gibt es eine Fotosession. Man macht einmal 1000 Bildern. Das ist so ein Beispiel. Ja? Da sind wir beim Jumbo gewesen und haben halt ein paar Bilder gemacht. Wenn wir beginnen, die erste Installation ist die, was ich euch schon gezeigt habe. So schaut es aus. Hier unten sieht man ein Menü. Das ist das hier. Und hier unten kann man sich das Bild auch in einem Handyformat anschauen. Also man kann zu jeder Zeit anschauen, wie wirkt das auf einem Handy. Also das ist dieser Ausschnitt. Ja? Den habe ich da halt nur hineinboxiert. Und auf der linken Seite eingestellt, die man direkt in der Seite einstellen kann. Da braucht man noch gar nicht in irgendwelche Werkzeugkammern, sondern das kann man direkt auf der Seite machen und was da hier einstellbar ist, sieht man an den Bleistiften. Und diese Customizer.
wurde es ja noch nicht geben. Und jetzt habe ich natürlich, heuer gibt es aber, jetzt habe ich alles diesem Customizer untergeordnet, weil das halt einfach wirklich schön ausschaut. Und wir werden jetzt Meiser, ganz links, so war er, und jetzt schlage ich eine Seite nach der anderen auf und dann sieht man, was man in der jeweiligen Spalte konfigurieren kann. Da gibt es ein Logo, da gibt es eine Farbanpassung, da gibt es hübsche Bilder, und diese Bilder müssen alle 2000 mal 1200 Pixel groß sein, bei diesem Thema. Bei einem anderen Thema ist das wieder anders. Da sieht man schon, wenn man eine Themenumschaltung macht, ist es meistens nicht nur die Umschaltung, man muss auch an den Bildern herumarbeiten. Ja? Achtung, also dieses Web ist für dieses Thema spezialisiert, deswegen haben diese Bilder alle die Masse 2000 mal 1200. Da sieht man fest. Wo weiß man das? Wenn man da scrollt. Würde man das da ein Stück weiter oben lesen. Also beim ersten eingeblendeten Bild zeigt er das, das steht da drinnen. Sie lernen auch mit, ja. Früher hat man das, was ich wo suchen müssen, jetzt steht das schon an erster Stelle. Da stellt man fest, was der Benutzer sieht, wenn er zum ersten Mal einsteigt. Das ist die erste Seite, ist nicht kein unwichtiger Punkt. Das wird hier eingestellt. Und ganz hinten gibt es Themenoptionen. Das ist in dem Fall... Nein, das lassen wir nicht weg, das braucht man nicht so wichtig. Aber das, was hier eine Spalte groß ist, ist bei komplexen Themen ein ganzer Katalog. Ja? Also das ist ein 0-Euro-Thema. Das ist hübsch, aber man kann eigentlich nichts verändern. Das muss man so hinnehmen, wie es ist. Passt, ist gut, kostet nichts. Aber wenn man etwas verändern will, da kommt einer, ich hätte gerne eine andere Schrift und es sollte da breiter sein, dann braucht er ein professionelles Thema. Jetzt habe ich schon das erste, also das ist dasselbe Thema, es hat sich nichts geändert, ich habe nur das Bild ersetzt. Ja? Und hier sieht man alle Bilder, die ich hochgeladen habe, das sind 5 Stück. Und hier auf der unteren Seite Bilder zufällig anordnen. Weil es bei diesem Projekt ja nicht allzu viele Bilder gibt, also allzu viel Inhalt, habe ich das dadurch belebt, dass wenn man die Seite besucht, kommt immer ein anderes Bild als Begrüßung. Also eines von diesen 5. Der Diskus gefällt mir am besten. So, jetzt gehen wir zum ersten Mal. Ja, man sieht jetzt schon, dass dieses Logo hat sich hier ausgewirkt und der Titel der Seite ist hier schon eingeblendet und der Untertitel heißt halt in Champs. Also rein optisch ist er schon fertig. Jetzt möchten wir aber eine Seite, eine neue Seite starten. Das ist das erste Mal, wo wir sozusagen in der Werkstätte sind. Die schaut jetzt nicht so hübsch aus, die schaut nämlich immer so aus. Immer so ein schwarzer Rahmen und hier ein Menü zum Bedienen. Es ist ganz einfach, meistens ist das, was draufsteht, auch das, was drin ist. Also wenn man auf Seiten klickt, sieht man ein Verzeichnis der Seiten. Gut, das ist eine Seite, wenn man sie jetzt eröffnet, ist alles im grünen Bereich. Wenn man eine Zeit lang damit arbeitet, gibt es aber dann auf der, im Verzeichnis so rote Warnhinweise. Und die bedeuten, Bursche, du musst was aktualisieren. Also, ich habe das also auch von einem anderen Web herausgeschnitten. Hier geht es darum, dass 3 Plugins zu erneuern, also zu aktualisieren sind und irgendwas anderes noch dazu da oben. Ja? Jetzt weiß ich, dass die meisten Webs werden einmal gemacht mit sehr viel Euphorie. Dann wird noch einmal was abgedatet und dann versinken sie irgendwo ja, in einem Dornröschenschlaf. Und damit man jetzt immer wieder daran erinnert wird, du, da wäre etwas zu aktualisieren, kann man sich das zusenden lassen. Mit einem Plugin, das heißt WP Updates Notifier, bekommt man eine E-Mail, wenn etwas zu aktualisieren ist. Das ist nicht schlecht. Man braucht sich also nur einloggen, zack, aktualisieren, passt schon. Wenn wir also eine neue Seite erstellen, dann ist bitte nicht kompliziert.
wenn jemand gern in Word arbeitet, dann soll er in Word arbeiten, dann soll er den Text kopieren und einfach da hineinschmeißen. Fertig. Mehr ist es nicht. Alles, was in Word an Formatierungen drinnen ist, das eventuell stören würde, könnte oder unansehnlich ist, das wird automatisch weggenommen. Das ist weg. Es bleibt nur das reine HTML über. Ja, also das kann man, wenn jemand mit Word arbeitet, kann er dabei bleiben. Er muss halt nur immer das, was er dort geschrieben hat, hier hineinkopieren. In der Grundeinstellung ist dieser Editor vergleichsweise spartanisch, so wie hier. Eins der ersten Sachen, die ich mache, ich verwende dieses Plugin, das heißt TinyMCE Advanced. Mit dem schaut es dann ein bisschen poppy, also umfangreicher. Also da kann man dann mehr machen. Und zwar durch direktes Anklicken. Also das ist etwas, was man gleich installiert. Ja. In meinem Beispiel gibt es gar keine Texte. Es gibt nur zwei Bildergalerien. Die eine zeigt einfach Bilder und die zweite heißt, die zeigt die Speiskarten. Ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, die Speiskarte abzutippen, weil die ändert sich dauernd irgendwie. Also jetzt habe ich einfach nur Bilder gemacht. Das ist die Bildergalerie. Man muss hier nur bei Datei hinzufügen. Ich wasche ja wie die Maus. Schwierig. Das geht ja gar nicht. Nein, das geht. Das zeigt, der zeigt sich gar nicht. Der kann er. Auf Datei hinzufügen bedeutet, dass ich aus dem, was ich bereits abgeloadet habe, oder wenn ich noch nichts abgeloadet habe, dann kann ich das hier über Dateien hochladen tun. Also ich lade Dateien hoch und binde eine bestimmte Anzahl davon zu einer Galerie zusammen. Das Hübsche an dem Programm ist, dass es uns zwingt, zu jedem Bild was dazu zu sagen. Das ist zwar umständlich, wenn man 1000 Bildern verarbeitet, aber bei solchen Bildern ist es nicht so schlecht, weil es eine gewisse Ordnung schafft. Also das ist die erste Galerie, die zweite habe ich dann gar nicht dargestellt, das ist eh so ähnlich. Jetzt sehen wir das, wie es auf der Seite ausschaut. Wir sehen ein sogenanntes zweispaltiges Layout und eine dreispaltige Galerie. Wieso ist das zweispaltig? Der Schmäh ist der, er setzt das Bild, also den Titel, in eine linke Spalte und den eigentlichen Inhalt in eine rechte Spalte. Dadurch schaut es am PC großzügig aus. Wenn man sich das am Handy anschaut, dann setzt er das übereinander, weil er ja doch in der Horizontale keinen Platz hat. Die Speisekarten entsteht genauso. Die Speisekarte ist einfach ein Bild, also sind vier Bilder, einspaltig, damit es recht groß wird. Und wenn man jetzt nach unten scrollt, kommen die anderen dazu. Jetzt gibt es sogenannte Widgets. Das sind beschreibende Größen, die auf jeder Seite drauf sind und die irgendwo in der Fußzeile oder auf der Seitenleiste montiert sind. In dem Fall sind es die Öffnungszeiten, Anschrift, Telefon. Ja? Jetzt werdet ihr sagen, naja, schön ist das nicht. Das ist halt so eine Kurierschrift. Ich werde gleich sehen, warum das so ist. Wir sind hier in diesem Menü und da steht irgendwo Widgets. Und hier sieht man alle verfügbaren Widgets. Mit dem kann man sie spielen. Das Widget, das ich verwendet habe, heißt Text. Ich will einfach irgendwo einen Text hinschreiben. Also sagen wir den Link. Natürlich sagt er einen Link, nicht? Ich habe halt einen Text. Und jetzt habe ich eines dieser Texte aufgemacht. Wenn man da draufklickt, macht es auf. Und hier steht Hauptstraße 33 Scheibs. Ist gut, aber das ist ein noch spartanischerer Editor, der kann gar nichts. Das bedeutet, wenn man will, dass das noch was gleich schaut oder halt schön formatiert ist, muss man hier mit archaischem HTML programmieren. Leider geht das nicht anders, ja? Also in der Grundversion. Das ist ein konzeptiver Fehler, ich weiß, aber es ist halt so. Ich habe mir so geholfen. Immer, wenn ich bei so einer Situation bin, dann schreibe ich vorne Prä und hinten schreibe ich nicht Prä. Und damit erscheint alles, was da drinnen ist, wie eine Schreibmaschinenschrift. Ja, es ist einfach. Da brauche ich sonst nichts wissen. Immer, wenn ich einen Zeilenumbruch mache, macht er auch einen Zeilenumbruch. Also so wie es ist, wird es dort dargestellt. Man kann auch hier hübscher formatieren. Dann muss man aber dieses Widget,
dieses Plugin installieren. Macht man das, dann hat man hier genauso einen komfortablen Editor wie auf der Seite. Also wenn jemand viel mit Widgets herumtut, dann ist es gut, wenn man sich dieses Plugin installiert. Hier wählt man noch aus, wohin dieses Widget kommt, links, rechts, auf der Seite, und dann kann man es noch umsortieren, also das ist relativ einfach. So, voriges Mal haben wir ja über ganz was anderes gesprochen, über Landkarten, und ich habe euch gezeigt, wie man einen Betrieb bei Google bekannt macht. Und das letzte war, dass wir dieses Restaurant Jumbo tatsächlich in Google untergebracht haben. Und da war auch diese Adresse bereits mit angegeben und habe euch versprochen, heute machen wir die Seite zu dem Jumbo. Das ist ja also jetzt die Seite von dem Jumbo und das ist die damalige Bewertung. Und jetzt wollte ich einen ersten Beitrag schreiben, damit auch Beiträge da sind, wo das Wirtshaus sagt, bitte bewerte uns auf Google Maps. Das heißt, hier ist die Landkarte aus Google Maps und dahinter ein bisschen ein Text. Wenn es dir geschmeckt hat, dann bitte bewerte uns auf Google. Wie macht man das? Man geht einfach auf Bearbeiten, dann sieht man hier genau dasselbe, was auf der Seite ist, in der Bearbeitungsversion und hier in der Code-Version. Wenn ihr Google besucht, Google Maps, dann gibt es dort irgendwo einen Button, der heißt Teilen. Und bei Teilen, wenn man das dranklickt, dann bekommt man entweder einen Link oder einen Einbettungscode. Und diesen Einbettungscode bastelt man einfach da hinein. Das ist meistens ein E-Frame, das wird einfach da reinkopiert und damit entsteht in Wirklichkeit diese Landkarte. Also einbetten tut man dieses unleserliche Etwas und in Wirklichkeit entsteht dann die Landkarte. Ja? Also diese Zeichen da sind diese Landkarte. Das war's. Und damit haben wir praktisch die Seite abgeschlossen. Ihr könnt euch die im Internet anschauen, sie schaut genauso aus wie jetzt. Die Frau Je ist begeistert. Wenn man jetzt eine Seite besucht, haben wir ganz eine fremde Seite. Wann ist die Seite eine WordPress-Seite? Wie erkennt man das? Die einfachen Seiten, die erkennt man daran, da ist ganz unten irgendwo die Zeile anmelden und da klickt man dann drauf und dann sieht man das. Man kann das so machen. Man schreibt hinten an die Adresse einfach wp-admin dran oder wp-login.php. In beiden Fällen bekommt man so einen kleinen Bildschirm, wo man sich anmelden kann. Wenn das nicht kommt, ist es keine WordPress-Seite. Also, wenn man eine fremde Seiten besucht und man will wissen, ob das eine WordPress-Seite ist, macht man einfach diesen Test. Man hängt einfach hinten was dran, also entweder direkt diese Login-Maske oder die Admin-Maske. Dann bekommt man zu so einer Login-Situation und da weiß man dann, es ist WordPress. Die Frage habe ich dazugegeben, weil da melden sich ja oft Automaten an. Ja, muss man bedenken. Und damit sich die Automaten nicht so leicht anmelden können, ist es zweckmäßig, wenn da so eine kleine Frage eingebaut ist. Wie geht das? Pass auf, das steht da. WP Capture heißt das Geheimnis. Das ist ein kleines Plugin. Wenn du das installierst, ist bei jedem Punkt, wo sich jemand einloggen muss und jemand was von sich bekannt geben muss, ist diese kleine Frage eingebaut. Auch beim Kommentieren? Auch beim Kommentieren kann man sich, das kann man wählen. Man kann sagen, beim Kommentieren aktivieren oder deaktivieren und so weiter. Ich glaube, es ist die beste Methode. Da gibt es ja sehr fortgeschrittene, die fragen nicht nur Rechenaufgaben, sondern auch Auswahlaufgaben und Verschiedenstes. Ja. So. Es ist sehr vorteilhaft, wenn man bei der Antwort einen Umlaut verwendet. Also das heißt, wie heißt das große Viech, was so brummen tut? Bär, ja. Dann hat man nämlich die ganzen Chinesen und Taiwanesen, die ja, was da versuchen da zu greifen, ja, die ist man gleich los, wenn das kennen mit ja. Gut, die Rechenaufgabe ist relativ leicht, aber ich glaube, je frequentierter, du hast ja viele Seiten, wo du viele Besucher hast. Das haben wir nicht so, dadurch ist es. Aber je mehr Besucher man hat, desto aufwendiger müssen auch die Verfahren sein. Ja, das wollte ich noch von vorher dazu sagen, weil du das gesagt hast mit diesem Updaten. Ja. Ich habe es einmal nicht abgedatet, längere Zeit. Ja. Und das war ein
rostiges Gurgel im Knie, weil dann gibt es so Boots, die herumfahren, ja, die alte Versionen abgreifen, feststellen, oh, da hat einer nicht abgedatet, es ist eine Lücke bekannt geworden, ja, und die gehen dann da rein. Leider, also, das heißt, wenn man updatet, sichert man sie auch. Ja, also dieses, wir sind sehr froh, dass diese aktuelle Version, also dieses Core, das datet sich ganz automatisch ab und das braucht man sich schon nicht mehr kümmern. Es bleiben aber die Plugins. Die Plugins bleiben immer noch in einer Art Warteschleife und da die Plugins ja oft größer sind als die WordPress-Installation von ihrem Programmumfang, ja, dadurch, ja. Aber du hast recht, Upgrade ist immer wichtig. Das in dem Fall. Wir betreiben vieles mit dem, wir haben hier eine Auswahl von den Seiten, die wir unter WordPress betreiben. Und ich habe rechts dazu geschrieben, welches Thema wir da verwenden. Ich bin eigentlich ein Fan von den ganz einfachen Themen. Also ich verwende immer diese 2015 und so weiter. Aber beim Club brauchen wir ein komplexeres Thema. Deswegen haben wir für die Clubseiten das Alora. Ich habe jetzt eins entdeckt, das heißt Enfold. Das ist jetzt mein Favorit, obwohl das ist so ein kompliziertes Thema. Da müsste man sich einmal 14 Tage nur mit dem Thema beschäftigen, aber die Zeit habe ich jetzt nicht. Gut, das ist nur ein Demo, ja? So schauen die Seiten halt aus, clubcomputer.at und das, wir werden noch ein paar im Detail sehen dann. Das ist das CC Camp. Das ist ein Beispiel von dem 2015, ja? Was diese einzelnen Widgets da auf dem Rand bedeuten. Das ist das Digital Society, ja, das kennt ihr eh, das sind die Inhalte. Das ist ganz ähnlich wie vorhin wir gezeigt haben, diese Footer und so weiter. Ja, das ist ein Beispiel. Die Frau Maurer. Ja, grüß Sie. Hallo. Grüß Sie. Hallo. Servus. Pass auf, irgendwo, ja, irgendwo. Ja. Essen kann man auch, oder? Ja, ja, kann man auch, aber... Bevor wir mit WordPress gearbeitet haben, brauchte ich ja auch irgendein Medium und damals war ich bei Google. Und zwar hatte ich den Blog beim Blogger von Google und meine eigenen Seiten hatte ich bei Google Sites. Das waren zwei verschiedene Produkte. Und dieses WordPress erlaubt es jetzt, Blogs und Seiten in einem einzigen zu vereinigen. Also es ist, das WordPress ist kein reiner Blogger, sondern ist auch eine ganz normale Homepage. Man kann also ein WordPress komplett ohne Blog betreiben, also ohne Artikel, also ohne Beiträge. Oder man kann es nur mit Beiträgen versehen, ganz egal. Und jetzt kommt eine Folge von Folien, wo gezeigt wird, wie ein bestimmtes Detail auf dem Bildschirm eigentlich entsteht. Das ist unsere Clubseite. Und warum die gerade dieses Alora-Thema haben muss, liegt daran, dass wir zwei Menüs brauchen. Wir brauchen ein Menü, das sich um den Inhalt kümmert, und ein zweites Menü, das sich um diesen Login kümmert, um die Verwaltung der Clubagenten, also Rechnungen, Stammdaten, Korrespondenz und was da alles gibt. Ja. Die zwei Sachen hängen überhaupt nicht zusammen, aber sollen auf einer Seite verwaltbar sein. Und deswegen hat der Werner ein Menü ausgesucht, also ein Thema ausgesucht mit zwei Menüs. Das ist also der Grund hier. Das zweite ist, er hat da ein fetziges Bild eingebaut. Also nicht, weil wir da drauf sind, aber das ändert sich ständig. Also es ist dynamisch. Und wenn man in den Seiten arbeitet, weiß man nicht, wo das ist. Jetzt habe ich es extra für heute herausgesucht. Das heißt Slider Revolution. Und von dem Typ gibt es Dutzende solcher Plugins, die dasselbe können. Da definiert man einfach ein paar längliche Bilder und die werden beim Ablauf der Seite einfach gezeigt, ja? Nur damit es halt poppiger ist. Dass das Thema nicht über den ganzen Bildschirm geht, ja, sondern da abschneidet, an dem sieht man, dass man mit den Bildern sofort Schwierigkeiten hätte, wenn man das Thema wechselt.
Wir haben ja das Thema vorher vollflächig gehabt mit 2000 Pixeln und jetzt ist es ja kleiner. Also da sieht man, dass der Themenwechsel immer mit Aufwand verbunden ist. Dann sieht man hier auf der rechten Seite, das ist so eine Seitenspalte, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, da sieht man, was man da erwarten kann. Also zum Beispiel neueste Beiträge. Hier sieht man, welche Beiträge wurden zuletzt publiziert. In dem System sind ja 150 Beiträge, aber die letzten 5 sieht man heute. Da gibt es die neuesten Kommentare, wenn jemand was kommentiert hat. Und der eigentliche Inhalt ist das da hier. Und weil man ja immer auf der ersten Seite alles bringen muss, ist es hier auch so, das Wichtigste für uns sind die Veranstaltungen. Also das ist heute, ja, das ist das Letzte. Das da hier ist ein Plugin, das nichts anderes macht, als unsere Veranstaltungen zu planen, vorzustellen und so weiter. Ist ein riesen Programm. Ich glaube, das Programm alleinig ist größer wie das WordPress. Ja? In der Handhabung sehr kompliziert, verwaltet alle die Veranstaltungsorte, die Anmelde, also jeder kann sich 5-mal anmelden, bekommt eine E-Mail, das macht alles dieses Plugin. Und auf dieser Seite sieht man lediglich die letzten 4, also die nächsten 4 Veranstaltungen. Alles. Und darunter kommen dann erst diese letzten Beiträge, ja, die kommen dann darunter, wenn man runterscrollt. Und bei der Handydarstellung würde dann nur die Hälfte zu sehen sein, oder ist dann wieder nur das Ganze zu sehen? Das müsste man sich jetzt anschauen, aber es ist nicht so schlecht zum Anschauen. Also ich kann das, wie geht es dann auch? Ich kann es dann nicht sagen, ich habe es nicht probiert. Ja. Aber ich glaube, es passt sich ganz gut dem Handy an, und zwar macht es das so. Dieses horizontale Menü verschwindet hinter 3 Strichen. Also es nimmt dann in der Horizontale nicht den Platz weg, man muss horizontal nicht scrollen, sondern dort sind 3 Striche. Und wenn du jetzt etwas aus dem Menü willst, dann klickst du am Handy auf die 3 Striche und dann explodiert es erst. Und es explodiert nicht horizontal, sondern vertikal. Und damit brauchst du am Handy nicht horizontal und vertikal herumwischen. Also das soweit funktioniert es. Also ist auch ein responsives Thema. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie diese Seite in der Bearbeitungsansicht ausschaut. Genau dieselbe Seite. Also alles, was da oben ist, das sieht man nicht, weil das ist ein Meta-Inhalt. Man sieht nur das. Veranstaltungen und Aktuelles. Das ist der eigentliche Inhalt. Und diese Zeilen, die ihr dort gesehen habt, die stehen da gar nicht. Sondern da steht nur eine eckige Klammer, dann irgendein Text, also Event List, und dann Limit heißt also offensichtlich nur 4 Zeilen, und dann welche Blocks ihre Daten dort hineinliefern. Also der Block mit der Nummer 6 und der Block mit der Nummer 4. Fertig. Das war's. Das heißt, die Kommunikation zwischen dieser Seite und diesem komplizierten Plugin erfolgt über so einen sonderbaren Hinweis. Und aufgrund dieses Hinweises weiß dieses Plugin, dass es hier etwas hineinzuschreiben hat. Das tut es dann auch. Also das, was wir hier sehen, das wird ganz dynamisch dort hineingefügt und das kann man hier gar nicht editieren in dieser Form. Sondern das muss man in diesem komplizierten Plugin Veranstaltungen tun. Das ist eine eigene Welt, das Plugin Veranstaltungen. Und genau das Gleiche gilt für das Aktuelle, ja. Da wird ziemlich kompliziert parametriert, was eigentlich dort anzuzeigen ist. Ja? Also das verlässt praktisch den klassischen Seitenaufbau, wo da einfach ein Text drinnen ist, sondern das ist sehr dynamisch und das zeigt immer das Letzte an sozusagen. Club Computer. Beiträge. Wir schreiben laufend irgendwelche Beiträge, zum Beispiel auch eine Nachlese über den heutigen Abend. Wir geben diesem Beitrag eine Kategorie mit auf den Weg. Und diese Kategorien sind ungefähr so strukturiert. Es gibt eine erste Ebene, also allgemein Club Computer, Digital Home und so weiter. Und dann gibt es Unterkategorien und Unterunterkategorien. Ja? So ungefähr ist unser Web strukturiert. WordPress steht da unten, da gibt es 30 Artikel über WordPress und wir werden heute den über den heutigen Abend als 31. da dazugeben. So ungefähr, nicht? So, wenn man diese lange Liste da auf die Seitenleiste schmeißt,
dann ist das ziemlich lang, weil das ist ja erst der Anfang, das geht ja hier noch weit runter. Ja? Also würde man das, das ist ein typisches Widget, würde man das in die Seitenleiste geben, dann ist es sehr lang. Ja? Passt nicht. Also will man es auf der Seite haben. Dort geht es aber freiwillig nicht hin. Weil ein Widget ist etwas, was auf den Seitenleisten zu sein hat und nicht am Inhalt. So, dafür gibt es eine Lösung. Die Lösung heißt AMR Short Code Any Widget. Keine Ahnung warum. Da gibt es einen begabten Programmierer, der hat es zustande gebracht, dass man Widgets von dem Widget-Bereich in den Seitenbereich hineinziehen kann. Bitteschön. Und wenn man dann in die Bedienung von diesem Widget hin, also von diesem Plugin geht, dann sieht man, dass man hier diesen Code mitgeteilt bekommt und diesen Code gibt man auf diese Seite hinein und dann entsteht genau auf dieser Seite dieser lange Text und in Wirklichkeit steht nur dieses kurze Stückchen da. Ich wollte nur den Zusammenhang herstellen, wie es zu diesem Text da kommt. Ja? Also der Text wird von einem Plugin generiert, diesen kopiert man sich und schreibt halt dann in die Seite hinein und als Dank dafür bekommt man diese lange Liste. Eine Frage noch, was sind Kategorien? Haben wir noch nicht gesagt, gell? Pass auf, Beiträge ist eine lange Wurst, kommt noch, ist eine lange Wurst von Ideen, Artikeln. Die haben aber keine Struktur. Und wenn du jetzt zu jedem Artikel sowas wie einen Überbegriff schaffst, also bei uns ist ja leicht Rapid zum Beispiel, nicht? Also heute war ich bei einem Rapid-Match, habe mich geärgert, ich schreibe einen Artikel über Rapid, dann bekommt es die Kategorie Rapid. Und wenn ich über den Club spreche, dann sage ich Computer. Also es gibt eine Kategorie Rapid und es gibt eine Kategorie Computer und alle Artikel, die sich mit Computer beschäftigen, kommen in die eine Kategorie und die grün-weißen in die andere. Ist das ein Tagging oder? Kategorie oder? Ist ein Tag, ja. Okay. Ist ein Tagging. Ich kann mehrere Tags. Ja, und vor allem, man sieht nämlich hier sehr schön, jede alles, was hier ist eine Kategorie, jedes. Und die Kategorien sind nicht nur linear, sondern die können ja verschachtelt werden. Also JavaScript ist eine Unterkategorie zu Internet zum Beispiel. Also Unterkategorie zu Webdesign und das ist wieder eine Unterkategorie zu Internet. Und dadurch entsteht ein strukturierter Inhalt von eigentlich wirren Artikeln. Also diese Blocks werden über diese Kategorien strukturiert, organisiert. Kommt aber nur eine bessere Skizze dazu, glaube ich. So, das muss sein. Arabidler ist ja wenigstens da. Ne? Ich hab so einen Blog. Das ist ein Blog, der benutzt das Thema 2015. Und es geht nur darum, wie kommt es da drauf auf dem Bildschirm. Also das Feld hier ist das Widget Suche. Wenn man das Widget Suche in die Seitenleiste einfügt, bekommt man dieses Suchfeld. Ist sehr gute Suche, habe ich probiert. Fantastisch. Das ist ein Menü. Das ist eine reine Blogging-Seite. Dadurch gibt es hier nicht allzu viel Menü. Ja? Da gibt es nur, gibt es nicht viel. Es ist nur ein Blog. Die wichtigste Frage ist, in dem Blog gibt es hunderte Artikel. Wie findet man da was? Die Lösung heißt in meinem Fall Collapsing Archiv. Der gelbe Rahmen deutet darauf hin, dass das nicht wirklich da steht, sondern das steht da in Wirklichkeit da drunter. Aber ich habe das nicht so auf den Bildschirm gebracht. Jetzt habe ich das hier hergeschrieben. Und dieses Collapsing Archiv zeigt uns die Jahre, die Monate und die Artikel, die in diesem Monat geschrieben worden sind. Also wenn du deine Gedanken zu Papier bringst, dann bekommst du hier automatisch so ein Inhaltsverzeichnis davon. Das ist doch sehr hübsch, oder? Und das geht auch strukturiert. Also in dem Fall ist es chronologisch, aber es gibt dasselbe auch in strukturierter Form. Also zum Beispiel alle Niederlagen gegen die Austria oder so irgendwie. Ja, super. Für den heutigen Abend habe ich eine Linkliste zusammengestellt von allen möglichen Sachen, die wir heute so erwähnen. Also so schaut die in Wirklichkeit aus. Das ist so grün, ja grün. Auf der linken Seite seht ihr jetzt diese Kategorien, also WordPress allgemein und hier steht nützliche Links. Und die nützlichen Links, das ist genau diese Seite.
Normalerweise müsste man diese Seite bearbeiten und Zeile für Zeile als Link eingeben. Also man würde hier im Editor die Taste Link klicken und dann müsste man dort die Adresse eingeben, das, was dahinter steht und einen alternativen Text. Und das muss man jetzt nicht einmal machen, sondern 300 Mal. Ja? Das ist Fahrt. Das macht niemand so gern. Also so schaut ein so ein Link aus, wenn man ihn wirklich programmiert, also programmiert, ja, als HTML niederschreibt. Es gibt das Jetpack, über das werden wir noch kurz sprechen. Und in dem Jetpack, das ist eine Sammlung von Plugins, gibt es das Plugin Markdown. Und mit dem Plugin Markdown schaut es schon ein bisschen sympathischer aus. Und zwar genügt es, wenn man diesen Text in rechteckige Klammern setzt und dahinter den Link einfach in eine runde Klammer. Das ist bereits der fertige Link und den Code macht sich der selber draus. Und das kann man ganz leicht, also ich schaue mir heute, das war ja in 0,x fertig, ja, weil die 300 Links, die habe ich mir notiert irgendwann. Und dann habe ich gesagt, na gut, und wie mache ich jetzt diese schöne Liste? Also einfach mit dem Jetpack. Das wird einfach durch einen Editor durchlaufen lassen und der macht die Links einfach automatisch. Ja. Das ist eine sehr schöne, also ein Beispiel halt. Und zum Abschluss dieser Beispiele zeige ich ein Thema, das ist von einem gewissen Krisi. Der wohnt einfach in der Josefstadt. Ja, ich glaube im 8. Bezirk. Und ich habe das zufällig entdeckt. Und ich möchte euch das deswegen zeigen, damit ihr wisst, warum ich das verwendet habe. Wegen der Josefstadt. Aber da bin ich erst nachher drauf gekommen. Überlegt, er ist ein Bittler. Na, pass auf. So schaut das aus, es ist nicht schön. Das Thema kann so viel. Da kann man also auch so Werbebanner und alles Mögliche drüber. Das habe ich alles nicht benutzt. Und man sieht hier auch, dass ich nicht sehr viel da eintrage, nur jeden zweiten, dritten Monat irgendwas. Und das hat meistens keine Bedeutung. Man sieht hier oben ein Logo, ja, das habe ich halt nur ausprobiert, dass das auch geht. Und hier gibt es ein Menü. Das Menü sollte man aber nicht unterschätzen, da stehen nur drei Sachen. Also das Lustige, ich habe nur nicht gewusst, wohin mit dem Lustigen, ich wollte es halt nicht wegwerfen, jetzt habe ich es halt da gesammelt. Das Lustige ist tatsächlich nur ein Menüpunkt und dann kommen lauter lustige wienerische Texte. Ja? Das hat keinen besonderen Sinn. Aber der eigentliche Menüpunkt ist der Franz, das bin halt ich. Ne? Und diese Darstellung der Seiten hier, die ist halt zufällig da, warum die da ist, weiß ich nicht, das macht das Programm halt von allein. Das sind die Beiträge und jetzt schauen wir mal weiter. Nehmen wir an, ich schlage den Franz als Menü auf. Dann gibt es ein Untermenü und da steht irgendwo Erinnerungen. Dann geht es weiter, dann kommen die ganzen Generationen, dann kommen wir zu den Großeltern und irgendwann einmal landet man bei der Großmutter. Und jetzt kommt der Gerhard ins Spiel, weil das ist der Einzige, der die Großmutter gekannt hat. Ja, und da ist sie. Das ist mein Star, also in meiner Chronik ist das der Star, die Großmutter. Und ich wollte nur darauf hinweisen, wie das kompliziert ist, wenn man das aufmacht. Wenn man sich da verklickt mit der Maus, ist man gleich wieder ganz woanders, muss man wieder von vorne anfangen. Und wenn man es dann auch gefunden hat, dann klappt das Klumpert ja wieder zu. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Großvater anschauen will, dann muss ich das alles wieder aufmachen. Ja, schrecklich. So, und dieses Menü kann Folgendes. Immer dann, wenn ich mich da irgendwo in dem Menü verirre und ich klicke auf irgendwas, dann blendet er mir sofort das gesamte Menü geöffnet hier auf und markiert die Person oder halt den Inhalt fett. Ich habe das gesehen und habe es gekauft, weil das genau brauche ich. Also, das Plugin Breadcrumb, was? Nein, pardon, das Breadcrumb ist nur eine Worterklärung. Er zeigt dir hier nämlich in dem dunklen Bereich, was der Pfad ist. Der Pfad ist Startseite Franz, Erinnerungen, Großelterngeneration, Großeltern Quatschek und Johann, also die Julia. Ja? Also das ist der Pfad, wie du zu dieser Seite kommst. Und das Interessante an WordPress, der Pfad in der Browserzeile liest sich genauso. Und bitte, ganz wichtig für diese Suchmaschinen ist, dass diese Wörter, die hier drinnen stehen, bedeutsam sind.
Also nicht irgendwas, oder KP25 oder was, sondern das soll wirklich sprechend sein, weil das ist das Erste, was die Suchmaschine findet. Und wenn sie keine Zeit hat, dann bleibt es dabei. Dann schaut sie nicht weiter. Also wie weit die Suchmaschine in das Detail eindringt, das wissen wir ja nicht so genau, aber das findet sie auf jeden Fall. Und da steht alles drinnen, was es zu sagen gibt eigentlich. Und das Breadcrumb ist ja nur, das heißt eben so im Englischen. Und damit ihr halt wisst, dass so ein Pfad Breadcrumb heißt, ja, das halt. Und das Schöne an diesem ist, dass es dieses ursprünglich horizontale Menü vertikal an der richtigen Stelle öffnet und man muss sich um nichts kümmern. Perfekt. Ja, ich habe nicht gezielt danach gesucht, ich habe das zufällig gefunden. Kein anderes konnte das. Deswegen habe ich es genommen. So. Wichtig, wir melden uns an, immer bekommen wir so eine Maske zu sehen, wir wissen, es ist ein WordPress. Hier sollte niemals Admin stehen, sondern irgendwas anderes. Auch nicht der Seitenname, sondern irgendwas. Wichtig ist, dass es irgendeinen Schutz gibt gegen automatische Anmeldungen, also zum Beispiel sowas. Und noch was ist wichtig, da unten ist eine Funktion, die heißt Passwort vergessen. Man liest sie, man braucht sie nicht, man weiß eh das Passwort. Ja, aber dann haben wir ein halbes Jahr nichts gemacht und man kann sich nicht mehr erinnern. Deswegen gibt es die Funktion und wenn man nach einem halben Jahr wieder da landet, dann funktioniert sie nicht. Weil sie funktioniert nur dann, wenn ein Plugin mit dem Namen Postman installiert ist. Ist leider so. Ja, leider. Gut. Das ist, ja. Wir haben also bei unserem Streifzug eh schon alles kennengelernt, das ist nur eine Zusammenfassung. Es gibt Beiträge, die sind chronologisch. Deswegen sind sie auch immer in so einem chronologischen Archiv zusammengefasst. Man kann sie aber auch in Kategorien fassen und deswegen sollte man jedem Artikel eine Kategorie verpassen. Tut man es nicht, laufen alle unter der Kategorie allgemein und das hat keinen Sinn. Ja, also immer eine Kategorie vergeben. Seiten, bei den Seiten hat man sowieso ein Konzept, da weiß man, wie man diese Seiten strukturiert und die Seiten werden durch Menüs geordnet. Also alles, was man über ein Menü erreicht, sind Seiten und alles, was man über diese Archive da erreicht, das sind diese Blogs. Widgets sind Navigationshilfen, die in den Seitenbereichen befestigt sind und Menüs, das sind besondere Widgets, die halt ganz besonders wichtig sind. So. Wenn man ein Projekt angeht und man erzeugt einmal 10 Seiten, sagen wir, dann sieht man diese Seiten nirgendwo in keinem Menü. Sie existieren, man könnte sie auch anwählen, aber man sieht sie in keinem Menü, weil sie nicht von alleine dorthin kommen, leider. Es funktioniert so, wir haben eine Domäne und eine Seite, also dann ist der Aufrufname genauso, wie es hier steht, Domäne und Seite. Wenn diese 10 Seiten alle parallel sind, eine gleich wichtig wie die andere, dann heißen die eben Domäne Seite 1 bis Seite 10. So, jetzt kann man aber diese Seiten hierarchisch strukturieren. Man kann sagen, dass die Seite eine Unterseite zur Ebene 3, das wieder eine Unterseite zur Ebene 2 und das wieder eine Unterseite zur Ebene 1 zum Beispiel ist. Also so wie hier. Die Seiten sind nicht alle gleichrangig, sondern manche Seiten sind eben untergeordnet zu einem anderen Thema. Also ganz eine normale Inhaltsstruktur von Herrn Birkel. Das bedeutet aber, wenn wir das beim Entwurf der Seite bedenken, also sagen wir, ich schreibe jetzt eine Seite, die, sagen wir, meine Großmutter, die gehört zur Großelterngeneration und die, ja, die gehört halt zu mir, nicht? Also dann ist das die dritte Ebene da unten. Dann ist es gut, wenn ich dieser Seite sage, wer die Mutterseite zu dieser Seite ist. Also hier in dieser linearen Anordnung entwerfe ich alle Seiten einfach so. Dann hat jede Seite nur einen Begriff als Suchbegriff. Wenn ich sie aber hierarchisch anordne, habt ihr doch damals gesehen, die Großmutter gehört zur Großelterngeneration und so weiter und es gibt ja so einen relativ langen Namen.
Das ist deswegen gut, weil die Suchmaschine viel erfährt über das System. Und deswegen ist es viel gescheiter, diese Seiten so anzuordnen, also hierarchisch, als linear. Obwohl, für das Menü ist das wurscht. Das Menü verarbeitet diese Seiten genauso gut wie diese Seiten. Aber für die Suchmaschine ist das dort praktisch, weil es in dem Suchstring sehr viele Begriffe vorfindet. Ein Beitrag hat von vornherein gar keine Struktur. Das sind lauter hintereinander liegende Artikel. Deswegen ist es gut, wenn man gleichartige Artikel zu einer Kategorie erklärt. Das ist ganz einfach, bei jedem Artikel steht irgendwo drinnen Kategorie, hast du die noch nicht, kannst du eine neue erzeugen. Man kann weiters zu jedem Artikel Schlagworte definieren. Ich bin sehr schlampert, ich erspare mir das. Ich denke mal, wenn du das wissen willst, dann lest dann durch. Ja? Also, wenn eine Suchmaschine das wirklich durchliest, dann hat sie eh die Schlagworte. Also, es gibt nur den Fall, dass eventuell Begriffe angegeben werden sollen, die da noch nicht drinnen sind, ja? Also die in dem Artikel selber gar nicht drinnen stehen. Das wäre eine Möglichkeit, aber alles andere steht eh in dem Artikel. Weiß ich nicht. Wichtig ist, dass die Beiträge alle diesen Wortlaut haben. Domäne, Datum, Beitrag. Ich zeige euch, das ist das Kategoriensystem von unserem Club, ja? Das ist sehr hübsch. Aber man sieht, dass es im Club Computer 29 Artikel gibt, aber man sieht nicht, wie sie heißen. Und das ist ein gravierender Nachteil, dass die Beiträge in diesen Standardverzeichnissen nicht genannt werden. Das ist ein Verzeichnis aller verfügbaren Widgets. Das sind die Widgets, die es gibt. Der häufigste Widget ist der unterste, das ist der Text. Ja, dann Menüs, individuelles Menü, kommt auch oft vor. Kategorien und letzte Beiträge, sowas kommt sehr oft vor. Das ist aber nur das, was mitgeliefert wird. Mit jeder Installation eines weiteren Plugins kann sich diese Liste endlos verlängern. Ja. Das ist eine Seite. Ja. Also hier sieht man halt, dass ein Desktop-Layout sich am Handy umgruppiert. Also alles, was am Desktop eher nebeneinander ist, wird am Handy gestapelt, damit man eben nicht horizontal scrollen muss. Ja, das haben wir eh. Ja, jetzt sind wir so bei dem Dashboard. Und jetzt... Naja... Es sind ein paar Seiten, die sind interessant, die anderen überspringe ich eher. Ja? Also ein paar erklären, so schaut also das Dashboard aus, das Armatur, also diese Zentrale, die Verwaltungszentrale. Und auf der ersten Seite erfährt man zusammenfassende Dinge und man kann auch ganz schnelle, wenn man schnell eine Idee hat, kann man die da schnell hineinschreiben. Braucht man nur einen Titel angeben und ein bisschen was und das steht schon im Internet. Ja? So ein Schnellschuss. Und die Widgets, sind die alle auf der... Auf dieser Homepage von WordPress oder sind die... Die, die ich gezeigt habe, alle. Die da. Ja. Die gibt es alle. Oder die anderen sind irgendwo im Netz zu bekommen? Nein, oder? Nein, pass auf. Du installierst was, irgendeins von diesen Dingen. Dann kann es doch auf einmal passieren, dass in den Widgets weitere dazukommen. Du weißt doch gar nicht, von wo die kommen. Weil man installiert, man probiert etwas aus. Jetzt installiert man das oder jenes, dann schaut man einmal bei den Widgets vorbei, auf einmal hast du fünf neue Widgets. Die sind auf deinem Computer. Die sind einfach, nein. Am Server. Am Server, Entschuldigung. Ja, die kommen einfach dazu. Und man verliert dann oft leicht den Überblick, wer hat denn das jetzt installiert? Weil das steht ja nicht dabei. Weil, verstehst du? Ja. Die sind oft ganz nützlich, dann sagst du, ach, das brauche ich nicht mehr, das lösche ich jetzt. Dann löscht aber die Widgets. Ja. Also, das ist. Ja. Also, es ist nicht ganz. Ja. Also, ein bisschen Bastelwerk ist das Ganze. Wenn du anfängst mit dem zum Arbeiten, am ersten Tag hast du 100 Ideen, wie man das verbessern könnte, aber nur. Ja. Leider. So, hier sieht man, wie
verwaltet man alle Beiträge. Das ist die Seite Beiträge und hier sieht man alle Beiträge, die man selbst geschrieben hat. Man kann hier, da sieht man, es gibt also 150, im Papierkorb sind 2 und 10 haben den Entwurfsstatus noch nicht verlassen. Also da hat man was geschrieben, war nicht ganz vollständig, also die existieren noch als Entwurf. Ja, da sieht man die Kategorien, man kann also jeden Beitrag irgendeine Kategorie zuweisen. Und dann sieht man auch das Veröffentlichungsdatum. Ja, Schlagwörter vergib ich nicht. Immer zu kompliziert. So, hier sieht man, wie die Kategorien verwaltet werden. Das sind also alle vergebenen Kategorien. Und hier sieht man, wie viele Artikel zu dieser Kategorie dazu passen. Hier sieht man, wie man eine Kategorie bearbeitet. Diese Kategorie Alkohol hat keine Eltern. Also, das ist einfach die Güte immer, das ist universell. Ja. Aber hier sieht man, dass man über diese Auswahlbox kann man diese Kategorie als eine untergeordnete zu einer anderen darstellen. Beiträge, Schlagworte verwaltet man nicht? Ja. So, wie erstellt man jetzt so einen Beitrag vom Grund weg? Wenn man sagt, neuer Beitrag, dann sieht man genau das da hier. Man muss einmal einen Titel vergeben. Ja? Das Wichtigste ist der Titel. Ohne Titel wird das, glaube ich, gar nicht gespeichert. Also man muss einmal einen Titel vergeben. Automatisch, was man hier einträgt, wird automatisch hier eingetragen. In die URL-Zeile. Und diese URL-Zeile nennt man Permalink. Also wenn jemand auf diesen Begriff stößt, ganz egal, was mit dieser Seite in Zukunft passiert, ob sie wohin verschoben wird oder anders wie benannt wird, ob man den Titel ändert, ganz egal. Dieser Permalink bleibt einmal bestehen. Und zwar so, wie man ihn am Anfang vergeben hat. Und deswegen sollte man sich das gut überlegen. Er wird ganz am Anfang von diesem Titel abgeleitet. Also das, was man hier einträgt, kommt dann in etwas vereinfachter Form, ohne die Anführungszeichen und so weiter, hier hinein. Und das ist die Aufrufadresse für diese spätere Seite. Wenn man jetzt im Nachhinein später dann diesen Titel ändert, weil man sagt, das passt nicht, dann kann man das ruhig tun, dieser Link bleibt gleich. Und das ist wichtig, dass er gleich bleibt, weil der ist ja schließlich bei Google überall gespeichert. Also wenn man jetzt im Nachhinein, nachdem das alles indiziert ist, da an diesen Links herum doktern würde, dann stimmt ja das alles wieder nicht. Und deswegen nennt man das auch Permalink, weil das einfach fix sein sollte. So, der Text, der kommt da hinein. Wo ist denn der Punkt 2? Das ist der obere Fünfer. Das ist das doch, ja? Ja, also das sollte eigentlich 2 sein, ja? Also 1, 2, 3 ist der Text. Gut, da schreibt man was hinein. Das was Beitrags. Bei zwei sein? Was ist bei 2? Ja, das habe ich mir vertippt, da gehört 2 her. Ja, aber was das ist dieser Permalink. Ah, das ist dieser Link. Ja. Der entsteht automatisch, man kann ihn aber auch bearbeiten. Also, wenn er einem nicht gefällt oder wenn du dann noch was dazu schreiben wolltest, also, ja, dann kannst du das ergänzen. Wichtig ist zu wissen, dass. Ja, das sieht, Google sieht das auf jeden Fall. Das sieht Google auf jeden Fall. Also hier sieht man, dass man Kategorien vergeben kann, Schlagwörter. Man kann das veröffentlichen oder man kann das auch verzögert veröffentlichen. Also wenn ich zum Beispiel, ich weiß, am Samstag ist ein Rapid-Match, aber ich schreibe aber schon was, dann außer das Ergebnis, was ich, ja genau. Kann ich schon vorschreiben. Und kann ich mir die Veröffentlichung, ja. Man kann übrigens etwas veröffentlichen, nur mit Passwort. Also wenn man etwas jemandem mitteilen will, aber das sollen andere nicht sehen, dann vergibt man an dieser Stelle ein Passwort. Das geht, also wenn man da draufklickt, ja. Dann bekommt man ein Passwort und das kann man dem weitergeben. Vor allem, man kann es auch ganz privatisieren, dann sieht es überhaupt niemand. Dann sieht man die Seite nur selbst. Das geht auch. Das waren Beiträge, ja? Seiten. Im Prinzip dasselbe. Also eine Seite und ein Beitrag unterscheiden sich nicht, was den Text anlangt.
aber die Seiten haben etwas, was die Beiträge nicht haben. Warte mal. Die Beiträge sind einfach linear untereinander gewesen. Die Seiten aber, die könnten auch linear untereinander sein, sollen aber nicht sein, sondern sie sollen eine Struktur bekommen, sodass man weiß, dass Wien zu aktuell gehört. Und das dokumentieren diese Unterstriche, also diese Bindestriche hier. Franz ist der Oberbegriff, aktuell ist der Unterbegriff zu Franz und Wien ist der Unterbegriff zu aktuell. Und das kann man in der Definition einer Seite, in der Konfiguration genau angeben, was die jeweilige Mutterseite ist und dementsprechend formt sich dann dieser Permalink. Der Permalink entsteht aus diesem Gefüge von Seiten. Schaut ganz ähnlich aus wie der Beitrag, aber wie gesagt, der Unterschied liegt hier, bei den Attributen. Bei einer Seite sagt man, zu welcher übergeordneten Seite gehört denn diese Seite? Ja, hier zum Beispiel zu Wien. Im Stadtbild ist eine neue Seite, die zu Wien gehört, die zu aktuell gehört und zu Franz. Ja? Das ist eine sehr hübsche Sache, das ist eben dieser sprechende Permalink. Bühlen, ja. Ja, so werden, die kann man, alle Bilder kann man dokumentieren und so. Hier werden Dateien hochgeladen, es ist auch ganz praktisch. Man nimmt ein Bündel von Bildern, zieht die einfach da hinein, fertig, abgeloadet. Achtung, Bilder dürfen keine Sonderzeichen enthalten, keine Umlaute und sonstiges, nur ASCII-Zeichen. Das Name muss gleich groß sein, ne? Habe ich jetzt erst gehört. Nein. Mit den 1200? Ja, das war nur bei diesem ersten Thema. Nur bei dem. Alle anderen Bilder können sein, wie Sie wollen. Sie nehmen nur am Server Platz weg, wenn sie zu groß sind. Aber sie werden sowieso für die Darstellung verkleinert. Zeige ich dir gleich. Das ist aber für Web anpassen, wahrscheinlich. Pass auf, hier gibt es ein Bild, das heißt GWH. Keine Ahnung, was das heißt. Ja? Grün-Weiß. Grün-Weiße Hornissen heißt das. Das ist ja klar. Ja? Was soll das sonst heißen? Nicht? Grün-weiße Hornissen. So, das Bild wurde abgelotet und ich zeige jetzt etwas, was ihr normalerweise gar nicht braucht und nicht sehen würdet. Aber ich bin in das Website-Panel gegangen, wo alle diese Daten verwaltet werden und hier sieht man, dass dieses Bild GWH 4 verschiedene Versionen am Server hat. Das Original mit 149k und dann jeweils kleinere. Und je nachdem, was da gerade dargestellt wird, nimmt sich WordPress automatisch die richtige Größe. Achtung! Und wie groß diese Größen sind, kann man zentral einmal einstellen. Ja. Ja, und hast du ein Bild raufgeladen? Ein Bild, dieses Bild habe ich aufgeladen. Ja. Die erzeugt er ganz von allein. Also wenn man ein Bild drauflädt, entstehen automatisch 4 Versionen, aber beim Bedienen weiß man das nicht. Man weiß es nur, wenn man wirklich auf den Server schaut, dann sieht man das. Es gibt auch ein Verzeichnis der Kommentare. Kommentare werden defaultmäßig nicht automatisch freigegeben. Der Grund ist der, es kommen immer irgendwelche Indianer, die melden sich dort an und schreiben Blödsinn. Ja? Und das soll nicht sein, deswegen bekommt man das immer vorgelegt. Und man kann jetzt sagen, ja, bitte diesen Kommentar veröffentlichen oder nicht veröffentlichen. Ja? Also das ist ein Beispiel. Ja, wenn man mit den Themen, die mitgeliefert werden, nicht zufrieden ist, sollte man auch gar nicht sein, die sind sehr einfach, dann kann man über Design Themen hinzufügen, aus einem riesigen Vorrat wählen. Da kann ich Ihnen keine Empfehlung geben, da muss man sich einmal ein paar Wochen damit beschäftigen. Design anpassen, ja, das haben wir schon alles irgendwie besprochen. Das ist alles schon irgendwie vorgekommen, das ist nichts Neues. Ja, in diesem Programm kann man alles, also jedes Thema, jedes Plugin, kommt in einem Bündel von vielen Dateien und wird am Server abgelegt. Aber man kann alle diese Dateien bearbeiten. Da gibt es einen Editor
mit dem Editor kann man auf der rechten Seite jede Datei anklicken. Ich tue es nicht, ich lasse es einfach so, wie es ist, aber man könnte. Also man könnte bis ins Detail der Stylesheets Kleinigkeiten ändern. Wird übrigens, also so, man kann, ja. HTML, oder? Ja, PHP und ja. So, das ist ein, das, so schaut es aus, welche Plugins man installiert hat. Ein paar haben wir heute schon erwähnt. Das Tiny MCE Advanced ist das Plugin, mit dem man den Editor ein bisschen anreichern kann mit weiteren Funktionen. Dieses Mail SMTP, das habe ich anfangs als Mail-Ersatz installiert, hat aber nicht funktioniert und musste durch diesen Postman ersetzt werden. Das haben wir erwähnt. Dann haben wir erwähnt, diese Collapsing Archives. Und wichtig war auch dieser Blogger-Importer für mich persönlich. Mit dem konnte ich nämlich die ganzen Blogs von Google importieren. Ja? Das habe ich also einmal verwendet. So schaut es aus, wenn man Plugins hinzufügt. In diesem Fall wollte ich eben zeigen, wie man dieses Mail-Plugin hinzufügt. Es hat sich aber im Laufe der Zeit herausgestellt, dass das Mail-Plugin ja, funktioniert, aber mit verschiedenen anderen Modulen funktioniert es nicht zusammen. Zum Beispiel mit dem Newsletter. Warum das ist, weiß ich nicht. Ich musste also dieses löschen und durch den Postman ersetzen. Jetzt geht's. Gut. Ich glaube, das kann einem immer wieder passieren, wenn man mit diesem WordPress-Zeug zu tun hat. Da kann man Benutzer verwalten. Ja. Man kann also neue Benutzer anlegen, die mitarbeiten können. Ist das? Ja, ich weiß schon, warum ich das installiert habe. Ich bin danach gegangen, wie viele Benutzer das benutzen. Weil ich mir gedacht habe, wenn das viel oft installiert wird, dann wird es ja hoffentlich funktionieren. Es hat aber nicht bei jedem Plugin funktioniert, eben bei dem Newsletter nicht. Und da ich für diese Rapid-Runde das Newsletter dringend gebraucht habe, musste ich das deinstallieren und musste diesen Postman installieren. Funktioniert die SMTP-Funktionalität mit dem Postman eigentlich ja. Zufriedenstellend? Ja, der Werner hat es auch installiert, ja. Ja, ich habe ein Kontaktformular bei mir und nutze den, eben den, wie gesagt, den SMTP-Mailer. Ja. Aber warum nicht das neue Werkzeug? Werkzeuge, ja. Einstellungen allgemein. Ja, also da gibt es halt allgemeine Einstellungen über die Seite, das kann man sich ja anschauen. Das ist mehr so ein Spielerei. Da kann man auch eben festlegen, einmal, wie groß diese Bilder sein sollen. Ja? Also auf diese Maße, die hier angegeben sind, werden diese Bilder dann reduziert. Die kann man natürlich dann auch anders wählen, wenn man das aus irgendeinem Grund will. Das ist doch auch eine nicht unwichtige Seite. Die legt nämlich fest, wie bei Beiträgen das URL-Format ausschaut. Also normal steht immer ein Datum und dann der Titel dieses Beitrags. Aber man kann es auch monatlich machen oder man kann das ganz weglassen, dann gibt es nur einen Index, gibt es auch. Jetzt angenommen, dass so eine Webseite ruft mal auf, weil normal hat man es ja mit Index oder mit Default aufgerufen, wie wird denn WordPress aufgerufen? Damit man die ganze Seite nur mit dem Namen der Adresse, also nur mit dem Namen. Ja. In Wirklichkeit heißt die Datei index.php, aber man muss sie nicht nennen, weil es eine automatische Startdatei ist. Okay, ja. Also in dem Fall zum Beispiel Jumbo, ne? Das wahrscheinlich heißt das ähnlich. Ne? Nein, die heißt index.php. Aha. Die heißt immer index.php, nur weiß man es nicht, weil es eine Startdatei ist. Ja, ja. Also es ist egal, wie es heißt ja, eigentlich. Ja. Ja? Automatisch in ein Modul generiert, wie bei einer HTX jetzt mit einer Rewrite-Rule oder wie leitet das WordPress eigentlich weiter auf die Startseite? Ist das? Also das ist ganz brutal, das ist mit einem Link. Also okay. Wenn dort steht Startseite im Menü, dann ist dahinter ein Link auf den Namen der Domäne, fertig aus. Eine klassische HTTP. Ja, ja, ganz genau, so ist das gemacht, ganz hart. So, wenn jeder von euch sein Web erzeugt, dann ist immer die wichtigste Frage, obwohl die eigentlich ganz egal. Wie komme ich ins Google?
was muss ich dazu tun? Die richtige Antwort heißt gar nichts. Wenn das eine gescheite Seite ist, dann ist die sofort in Google und ganz auf der ersten Seite. Wenn es eine gescheite Seite ist. Also irgendeine Seite, sagen wir so wie meine, ja, meine ist übrigens gut. Sie brauchen nur eingeben F-Kill, das gibt es weltweit nur einmal, seid sofort an der ersten Stelle. Aber nur weil das Wort so kurios ist, weil es sonst kein zweites Mal gibt. Also das ist, glaube ich, nicht schlecht. Wenn man auf der Seite ein Wort hat, das so eine Art Alleinstellungsmerkmal ist, dann ist das schon ein guter Weg. Dann braucht man den Leuten nur mehr dieses Wort beibringen und dann suchen sie das schon. Egal. Ja, aber es setzt voraus, dass ich wirklich öffentlich sein will. Ja, so, ich habe gesagt am Anfang, wenn man nichts mitteilen will, hat das Ganze keinen Sinn. Einen eingeschränkten Personenkreis. Nein, das ist und das. Dieser eingeschränkte Personenkreis, der weiß, der ist Urlaub. Das ist aber dann kein Worldwide-Web. Das ist ja. Nein, das ist nicht. Nein, es ist. Ja, nein, das ist. Das ist ein Familienweb. Ja. Da brauchst du, nimmst Zeiten und das war's. Du hast da keine Beiträge schreiben. Aber das kannst du in Facebook auch machen. Du kannst dich in Facebook nur mit den Leuten vernetzen, die du kennst. Fertig aus. Geht auch. Andererseits kann man standardmäßig irgendwelche Seiten im WordPress auch mit dem Passwort versehen. Ja, kann man eh machen, ja. Dass man einen Teil öffentlich macht und dann. Wir machen das so beim Club. Alle unsere Webs, also wenn ich ein Web anlege, dann ist das Web automatisch in dieser Liste drinnen. Weil das mache ich nicht händisch, sondern das macht ein Automat. Ein Automat durchsucht alle unsere Domänen und legt so ein Verzeichnis an. Das Verzeichnis ist längst bei Google bekannt, da brauche ich mich gar nicht darum kümmern, das wissen die. Und wenn die das, was weiß ich, jede Woche einmal besuchen oder jede zwei Wochen, dann finden sie sofort, dass da eine Änderung ist und nehmen das Web auf, fertig. Also den Erstlink, also wie kommt eine Seite ins Internet, wenn sie von irgendwoher verlinkt ist. Ja? Und das ist der Erstlink, der entsteht sowieso automatisch. Für alle anderen muss man selber sorgen. Also wenn man... Ja? Franz, was bedeutet das, dass bei der Alexandra Pretzmüller, oder wie sie heißt, kein Link ist? Das ist ein Fehler. Das ist einfach ein Fehler. Aber warum, das ist eine gute Sache, ich weiß nicht. Normal ist es nicht, normal sollte das unterstrichen sein. Übrigens leider... Es ist gar nicht so leicht festzustellen, ob alle wirklich funktionieren. Es ist nicht schwer festzustellen, aber es ist auch wieder aufwendig. Das heißt, es sind da auch viele tote Links drinnen. Also das ist möglicherweise nicht so günstig. Gut. Jetzt noch eine Kleinigkeit. Also wenn wir euch so ein Web übergeben, dann müsst ihr es nicht installieren, das installieren wir. Da kann man sich so an so vielen Stellen irren. Sagt es uns und wir installieren das. Aber in Wirklichkeit kann man sich über so ein Control-Panel einloggen und kann dort über einen Dateimanager schauen, wie dieses WordPress ausschaut. Also ich schaue jetzt in diesen Dateimanager hinein und so schaut es ungefähr aus. Diese roten Kästen, die müsst ihr euch vorstellen, dass die da unten weitergehen. Ich habe halt das ein bisschen hinaufgeschoben. Das WordPress beginnt mit vielen Sachen, die mit WP beginnen, so Verzeichnisse, und angemerkt, eingeringelt ist das, was wichtig ist. Wichtig ist nur WP-Content, dort sind drinnen alle Plugins, alle Themen, alle Bilder. Ja, alles ist da drinnen. Dieses Verzeichnis enthält alle eure Bilder, wenn man ein Backup macht, muss man nicht alles backupen, nur dieses WP-Content, dort ist das drinnen. Das zweite Wichtige ist die Datei web.config. Dort sind gewisse Kleinigkeiten über den Server eingestellt. Ist nicht die Welt, wenn die Datei verschwindet, weil der Server legt die wieder neu an. Aber er vergisst dabei, was dort eingestellt war. Das weiß er nicht. Also wenn ich diese Datei versehentlich lösche, passiert nichts, das wäre Stehaufmandel. Aber wenn dort irgendetwas konfiguriert war, zum Beispiel die Startdatei von PHP ist dort konfiguriert, das index.php. Das verliert man. Und dann funktioniert das WordPress auf einmal nicht mehr, weil es nicht richtig startet. Das liegt dann an dem Verlust dieser Datei. Also die sollte man auch sichern. Und ganz wichtig oder heute, halt, ja, ist diese Datei, wp-config heißt die. In dieser Datei steht genau drinnen, wie WordPress mit der Datenbank kommuniziert. Und deswegen ist diese Datei von Bedeutung. Username, Passwort, Datenbankname, Datenbankserver. Diese vier Angaben stehen da drinnen.
So, das ist alles. Diese grünen, die sind nur diagnostisch interessant. In jeder WordPress-Installation gibt es die Datei liesmich.html. Und jetzt ist ja so, wenn es funktioniert, ist ja eh alles wurscht. Aber wenn es nicht funktioniert, man macht die Seite auf und sie ist zum Beispiel weiß. Kommt vor. Was ist jetzt schuld? Also, wir gehen das nicht alles durch, was da alles möglich ist, ich habe da einen Artikel drüber. Aber eine Möglichkeit ist zum Beispiel, das ist eine rein statische Datei, ist nur eine HTML-Datei. Wenn ich mir diese Datei anschauen kann, dann funktioniert ja wenigstens der Server. Das heißt, ich schaue mir immer diese Datei liesmich.html an, also ich rufe sie direkt auf, Name des Webs und dann / liesmich.html. Kann ich die Datei sehen, dann liegt es irgendwo an einem Plugin oder an einem Thema oder irgendwas. Ja? Kann ich die Datei hingegen nicht sehen, dann muss ich tiefer graben. Also, das ist ein kleiner Hinweis. Ja? Darum habe ich die eingeringelt, weil das ist unbedeutend, aber für den Fall ist es wichtig. Dann lege ich bei fast jedem Web immer dieses PHP-Info an. Die zweite Möglichkeit ist nämlich, dass die PHP-Installation nicht funktioniert. Das ganze Programm WordPress basiert auf der Sprache PHP. Und die Sprache PHP ist wieder am Server installiert. Und wenn jetzt dieses PHP aus irgendeinem Grund kaputtiert, dann kann man durch Aufruf dieser PHP-Info-Datei feststellen, geht's noch oder geht's nicht. Also das ist auch nur diagnostisch. Ja? Deswegen lasse ich diese Dateien, sollte man sichern. Alles andere kann man locker überspielen. Oder, ja. Ja. Sicherheitsaspekte. Ja, das ist eigentlich, danke Michi, den Administrator sollte man nicht Admin nennen. Defaultmäßig hat früher das WordPress immer den ersten Nutzer Admin genannt. Sollte aber nicht sein. Ja? Dann ein starkes Passwort verwenden. Captcha verwenden, also zu verhindern, dass sich User sinnlos anmelden. Ja? Für dieses sinnlose Kommentieren gibt es auch ein Plugin, das heißt Akismet. Sollte man installieren, ist bei der Grundinstallation dabei. Braucht man nur aktivieren. Ja, und das Wichtigste ist, man muss ein Backup-Plugin installieren. Weil ich mache immer ein Backup, händisch, aber dann wieder lange nicht. Ja. Und das Hübscheste an diesen Backup-Plugins ist, dass sie das Backup regelmäßig machen. Deswegen sollte man ein Backup-Plugin installieren. Welche Plugins sollte man installieren? Das Postman ist gut, das WP Capture ist gut, das TinyMC Advanced und das Jetpack. Also das ist ein Monster. Das Jetpack ist ein Multi-Plugin und ist größer als WordPress selbst. Das Problem bei dem Jetpack ist, es ist verbunden mit WordPress.com und die wissen alles über euer Web. Also das ist wichtig zu wissen. In dem Moment, wo man dieses Jetpack installiert, ja, mein Gott. Ja, ja. Also das ist halt, muss man wissen, es ist ein super Plugin, das kann so viel. Ja. Zwei Abende, sehr kompliziert. So, dann, wichtig, wer gefunden werden muss aus irgendeinem Grund, also ich sag's noch einmal, man wird eh gefunden, wenn man einen gescheiten Inhalt hat. Das ist ja nicht das Problem. Also es ist nur, wenn viele gleichrangige Anbieter sind und es geht ums Geld, ja, dann ist es wahrscheinlich was anderes. Aber für uns heran ist das ja ganz egal. Aber egal, es gibt professionelle Pakete, Plugins, die einen dabei unterstützen, die Seiten so zu gestalten und zu benennen und alles korrekt zu machen, damit die Suchmaschine es leichter hat. Und alle diese Maßnahmen nennt man SEO, Search Engine Optimization. Alle Programme, die das tun, heißen SEO. Und das Plugin heißt Yoast, oder? Das heißt Yoast SEO, ja. Da gibt es ein zweites, das heißt All-in-One SEO Pack. Bitte, keine Ahnung. Dann gibt es ein Backup, Back WP Up.
Ich kann es euch empfehlen, nicht weil ich es selber verwende, aber der Pauli verwendet es. Und wenn der Pauli was verwendet, ist es ein guter Tipp. Ja. Wenn Seiten dazu neigen, langsam zu sein, dann sind sie meistens überfrachtet durch irgendetwas. Weil auf diesem Niveau der einfachen Seiten, die sind nicht langsam. Ich habe nicht den Bedarf, dass mein Rapid-Tagebuch, dass ich das sonderlich beschleunigen müsste. Aber es gibt User, die brauchen eine ultraschnelle Seite. Und für die ist dieses WP Super Cache eine tolle Sache. Was macht es? Ihr müsst euch vorstellen, immer wenn eine Seite aufgerufen wird, muss die am Rechner ausgerechnet werden, berechnet. Jedes Mal. Und dieses Super Cache legt sich einen Vorrat an Seiten an. Immer wenn eine Seite zum ersten Mal aufgerufen wird, wird die Seite ausgerechnet und im fix und fertigen Zustand wird sie zwischengespeichert. Wenn jetzt der zweite kommt, muss man das nicht mehr ausrechnen, weil das ist schon da. Und deswegen wirkt dieses WP Super Cache durchaus beschleunigend beim Aufruf komplizierter Seiten. Und das Komplizierte muss jetzt gar nicht einmal so sehr der Inhalt sein, sondern das sind diese Plugins und das ganze Klumpert, was eben alles immer wieder bei jedem Start angeworfen wird und es dauert halt. Ja? Wenn jemand etwas zu verkaufen hat, dann gibt es das Plugin WooCommerce. Aber es gibt auch andere Verkaufsportale. Mit dem kann man jedenfalls etwas verkaufen. Also bezahlen, Warenwirtschaft und das ist alles da drinnen. Wenn man es dem Google leichter machen will, verwendet man Google XML Sitemaps. Und da gehen, das automatisch eine Liste aller Seiten macht, die man besitzt, und diese Seite erleichtert das Scannen des ganzen Webs. Sind da Beiträge jetzt auch mit dabei oder nicht? Alles, ich glaube schon. Also das sage ich jetzt. Das, weil du Seiten gesagt hast. Nein, in dem Fall Beiträge auch. Dann gibt es zwei Sachen, die sicher nicht schlecht sind. Leider kommt es vor, dass sich Eindringlinge auch auf dem Web also wichtig machen. Und es gibt Malware-Scanner, die das untersuchen. Ich habe es noch nicht erlebt, aber bei dir habe ich es erlebt, dass einfach Software auf einmal da ist, die nicht Originalbestandteil von WordPress ist. Ja, man wird es wieder los, aber es gibt eben Plugins, die sich da im Hintergrund betätigen. Ja. Ja, ärgerlich. Ja, ärgerlich war es.